Feinabstimmung und Abschluss. Die Feinabstimmung des Co-Designs von Dienstleistungen. Nun folgt die Feinabstimmung der vorgeschlagenen Dienstleistung basierend auf dem gesammelten Input von Interessierten und Nutzern. Der beste Ansatz ist es, einen Testlauf mit der Dienstleistung vor der tatsächlichen Implementierung durchzuführen. Dies ermöglicht es, mehr über den Trainingsbedarf herauszufinden. Beim Xlibris-Ansatz wurde eine Matrix für die Feinabstimmung entwickelt, welche auch infrastrukturelle und Trainingsbedürfnisse ermittelt. Die Xlibris-Matrix beinhaltet Bereiche wie Beschreibung der Dienstleistung, zu verwendende Informations- und Kommunikationstechnik, Eigenschaften der Dienstleistung, Zielgruppe, Infrastruktur, Unterstützung, Wissen und Kompetenzen des Dienstleistungsanbieters, In-Service-Trainingsbedarf für Dienstleistungsanbieter, Wissen und Kompetenzen der Nutzer sowie Trainingsbedarf der Nutzer. Diese Information ist teilweise vom Canvas abgeleitet, das in der vorherigen Phase erstellt wurde. Es wird eine kurze Beschreibung der Dienstleistung aus vorausgegangenen Phasen verwendet. Informations- und Kommunikationstechnik, die genutzt wird, um die Dienstleistungen zu verbreiten, umfasst Anwendungen bzw. Kanäle wie beispielsweise Pinterest, Instagram, Twitter, Vimeo sowie Geräte, die genutzt werden können, wie Tablets oder mobile Geräte. Die Besonderheit der Dienstleistung wird beschrieben als innovativ und kreativ, gängige Praxis oder überholt und veraltet. Die Hauptzielgruppe der Nutzer der Dienstleistung wird definiert. Es wird entschieden, ob diese Zielgruppe auch diejenige ist, auf die sich die Bibliothek fokussieren möchte. Alle Anforderungen an die Infrastruktur wie Internetverbindung, Breitband, Ausstattung und die Quantität der benutzten Geräte werden festgelegt. Falls notwendig, muss die Unterstützung durch andere Fachleute wie Grafikdesigner, Innovationsdesigner, Programmierer, Lehrer, App-Entwickler oder zertifizierte LEGO Serious Play Experten entschieden werden. Profil, Wissen und Kompetenzen, die die Bibliothekare der Bibliothek haben müssen, um die Dienstleistung anzubieten, werden beschrieben. Außerdem werden das notwendige Wissen und die Kompetenzen von Nutzern definiert, damit sie diese Dienstleistung nutzen können. Der Bedarf an In-Service-Training für Bibliothekare, aufbauend auf dem Vergleich von notwendigem Wissen und Kompetenzen für die Entwicklung der Dienstleistung und dem Ist-Zustand, wird ermittelt. Auch bei den Nutzern wird der Trainingsbedarf aufgrund des Vergleichs von vorhandenem Wissen und Kompetenzen und tatsächlichen Kompetenzen zur Nutzung der Dienstleistung ermittelt. Das Ergebnis. Der Prozess des Co-Designs von Dienstleistungen wird mit der Durchführung der folgenden Aktivitäten abgeschlossen. Infrastruktur und Unterstützung werden angeboten, wenn es notwendig ist. Bibliothekare werden trainiert. Die Dienstleistung ist entwickelt und umgesetzt. Die Dienstleistung wird beworben und Nutzertraining wird angeboten.